Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Erstmal wieder vielen Dank für die ganzen Kommentare, Likes und Abonnenten. Ich freue mich wirklich jedes Mal darüber. Und ja, es ist halt so in Holland, ich wusste es halt nicht. Hätte mich vorher natürlich informieren müssen mit dem Abstechen der Fische. Und ja, fürs nächste Mal weiß ich jetzt Bescheid und ich habe auch mit dem Betreiber gesprochen. Ist alles gut, also ja, ist halt so. Ich bin heute, das ist heute Sonntag, bin ich einmal in der Sandgrube Wusso. Hier war ich bisher nur einmal. Das ist hier auf. Der macht wohl immer so ein-, zweimal im Jahr Besatz. Und dann ist hier relativ voll, wird auch ganz okay gefangen. Und ja, ich will mal heute ausprobieren. Ich weiß noch nicht, ob ich mit einer oder zwei Ruten angel. Der Wind geht hier auch vorne auf die Seite, wo das Häuschen ist. Und ja, ich lasse die Kamera mal laufen. Und will mal schauen, dass ich ein, zwei Fische vor der Kamera kriege, weil ich habe die Rechnung hier noch offen mit dem See. Ich muss ein, zwei Fische fangen und ja, will mal schauen, dass es klappt heute. Viel Spaß beim Video. Ach ja, und nicht vergessen, abonnieren, kommentieren, liken, wenn euch es gefällt und viel Spaß. So Leute, ja, ich habe jetzt 4 Stunden genommen. Mein Nachbar, der gerade eben, wo ich bezahlt habe, hat er eben eine gefangen. Ich habe auch ein, zwei Springseen. Ich fange erstmal mit dem Spoon an. Vielleicht ist es der Fisch hier. Will probieren. Man muss hier halt teilweise relativ weit rauskommen. Und ja, werdet ihr hier sehen, mit diesem Paladin Spoon einfach erstmal ein paar Würfe machen. 10 Stück und dann ansonsten gehe ich auf hier diese Bombarde. Oh, los geht's. Ich machte mit dem Spoon so circa 5 Würfe, aber es tat sich nicht, also muss ich den Spoon erstmal wechseln. So, ich mache mal einen anderen Spoon drauf. Der Nachbar hat gerade seine zweite dran. Aber ja, wieder eine kleine Portionsforelle. Ich habe auch gesehen, eine kam hier vorne hoch. Mal gucken, der Fisch ist glaube ich da. Läuft! Mit dem nächsten Spoon bekam ich ein paar kurze Anfasser und einen kräftigen Biss, aber der Fisch hing nicht. Nach 5 Würfen wechselte ich wieder den Spoon und diesmal ging ich auf den Fire Tiger Spoon. Der Kollege erklärte mir so ein paar Feinheiten von der Sandgrube, könnt ihr auch vielleicht die Tipps abnehmen. Bis zu dem zweiten Häuschen ungefähr, ja. Geht die Kante geht relativ steil runter. Ja. Du brauchst gar nicht so, ich sag mal so 10-12 Meter. Ja. Und kannst auch wunderbar mit einem langsam sinkenden Spiro vorwählen, ja. Und dann lass ihn mal die Kante runter sinken. Da haben sie wahrscheinlich jetzt auch so gemacht. Da habe ich und hier Rainbow. Rainbow ja. mit Knoblauch habe ich letztes Mal gut gefangen. Ja, okay. Ich habe jetzt hier gerade Fire Tiger drauf. So ja, also. Da bin ich der Fisch da, ne? Ich zieh mal jetzt mal die Kante. Da ist, kannst du schnell fangen. Aber die Fische machen ja so Spaß, ne? Das ist schon. Ja, ich habe gesehen, das eine Mal habe ich gesehen, da hat hier einer 3 Stück gefangen und da waren beide die kleineren über 1 Kilo und dann so eine 2,5 Kilo mit dabei. Ja. Ah, hier, da. Da kann man ja. Man hat sofort gemerkt, die Aktivität mit dem Spoon ist höher. Ja. Und der Fisch hängt. Durch die Unterströmung in dieser Kiesgrube entwickeln die Fische eine richtige Kraft, also die legen sich richtig gut ins Zeug.
Petri. Das war ein gebrochen. Kannst du weitergehen, ne? Viel Erfolg auch. Ja, danke. So, der erste Fisch ist jetzt im Sack. Gefangen habe ich den Fisch auf diesen Fire Tiger Spoon, das ist ein China Spoon. So, 3,5 Gramm. Ein paar Anfasser gehabt mit den Paladin Spoons, aber nicht raufgeklannt und auf den Wuff drauf. Oh, die sind gerade hier. Ja, ne? Ja. Ja, ich habe jetzt ein paar Anfasser gehabt mit Spoon. Hatte ich aber vorhin am Anfang auch vorher, bevor ich so einmal will. Ja, war halt vorsichtig. Ja, also bei mir auch. Ich habe dann halt einmal kurz angeschlagen und dann war sie dran. Ich wollte wenigstens mal einen Fisch hier fangen. Ich bin das zweite Mal hier, das letzte Mal. Ich machte sofort natürlich den nächsten Wurf. Ja, und was soll man sagen? Der Fisch war da. Zweiter Wurf, zweiter Fisch. Mit der Seite ist. Weil eigentlich hat er den Zaun ja weggemacht und alles. Ja, ich kann es dran. Ja? Hier da ist ein bisschen Ein bisschen Frisch hat er jetzt den Osterbesatz eigentlich. Sicherlich. Und den nächsten Wurf wieder Fisch dran. Aber diesmal blieb der Fisch nicht hängen. So, hier wechsel jetzt mal auf den FTM Spoon. Das Schöne beim Angeln. Dieselbe Menge Fisch aus der Tiefkultur ist nicht so spannend. So ein Fisch geht dir das Rektus nicht so auf. Danach blieben die Bisse erstmal aus und ich versuchte mehrere Farben durchzuwechseln, zum Beispiel diesen FTM Spoon oder auch andere China Spoons. Als nächstes wechselte ich auf den gelb-orangen China-Spoon. Zeige ich gleich. So, ich habe jetzt mit dem Spoon, hatte ich gerade noch einen Anfasser gehabt, war gar nichts. Nur auf diesen Fire Tiger war bisher was. Ich werde jetzt nochmal auf den Fire Tiger gehen und dann ansonsten auf den Kupfer. Also natürlich auf den Spoon wechseln, mit dem ich schon gefangen habe. Und was soll man sagen? Erster Wurf und der nächste Fisch hängt. So, die dritte, der nächste Wurf, zack, Fisch. Nach dem Fisch bekam ich aber überhaupt keine Anfass mehr, gar nichts mehr. Also überlegte ich mir was. So, jetzt kam wieder gar nichts. Ich wechsle mal den Spoon. So, ich wechsle jetzt auf den hier. Der Wechsel brachte aber nichts und Frank neben mir fing eine nach der anderen, aber fast alle auf Stand. Spezielle. Oh, da wollen wir natürlich nicht fragen. Das Geheimnis nimmst du bitte ins Grab.
Würmchen. Ja, Mehlwürmer. Tatsächlich? Ja, ehrlich. Cool. So, aufs Boom kommt gar nichts mehr. Frank hat jetzt zwei eben auf Stand gefangen. Und ich werde noch mal einmal mit dem Fire Tiger wieder probieren. Aber ansonsten, ja, muss ich gleich die Tamara da wieder auspacken. So, ich wechsle jetzt mal eben auf die Tamarella-Route, 5 Gramm Pose. Und mit Bienenmann fange ich erstmal an und will erstmal ein paar Würfe machen. Fisch ist hier. Ja, ja, das ist. Die sind untereinander vernetzt. Genau. Man hat es gemerkt, als damals der Knoblauchteich rauskam. Ja. Da waren die Russen die Ersten. Ja. Ich versuchte erst mit Bienenmaden zu schleppen, aber ich bekam keinen vernünftigen Biss. Ja, irgendeiner hat damit gefangen und dann... Ja, ja. Und da ich ja mit den Händlern vernetzt war, haben mir die Händler gesagt, Frank kauft dir Knoblauch, die Russen kommen. Und dann wechselte ich auf schwarz-schartröses Powerbait. Frank fing die ganze Zeit mit schwarz-gelb. Man merkte richtig, die Fische waren nicht wirklich aktiv. Das kommt davon, weil die Sandgrube echt tief ist und das Wasser noch relativ kalt ist. Ich schleppte dann erstmal ganz normal mit Powerbait weiter, aber es dauerte erstmal eine Weile, bis ich überhaupt wieder kleine kurze Anfasser bekam. Und ja, ich bekam kurz vor vom Rausholen der Pose, bekam ich noch einen Biss. Aber der Fisch hängt leider nicht. Ja, leider weg. Ich machte noch ein paar Würfe, aber es kam wieder nichts. So, auf dem Gummi kam gar nichts. Fische fangen jetzt an zu springen und ich wechsle mal jetzt wieder auf den Spoon. Siehst du, Frank, guck mal, schon wieder eine. Thank you.
Und ich machte natürlich wieder den Fire Tiger Spoon rauf. Ja, und was soll man sagen? Zweiter Wurf, der nächste Fisch. Aber die ist voll hinterher. Ich habe die genau gesehen, wie bei dir. Die ist von unten hochgekommen und dann richtig hinterher geschossen. Ich denke so, hä, der Spoon ist da. Was ist das für ein Schatten? Und dann, warum? Hat sie richtig geschafft. Läuft. Sauber. Gerade mit dem So, der vierte Fisch. Auf Spoon, Nummer 5. Ja, das ist nochmal der Spoon. Als die Sonne rauskam, verzogen sich die Fische immer weiter nach unten und wir bekamen alle kaum noch Bisse. Ich habe mich absinken lassen, direkt eingekurbelt. 3,5 Gramm hat er. Aber dann auf einmal aus dem Nichts der nächste Fisch. Aber er blieb leider nicht hängen. Ausgeschlitzt. Ich probierte noch einige Sachen durch, aber ich bekam keine Fischaktivität mehr. So Leute, hab Feierabend. Ich habe 5 Fische gefangen. 2 oder 3 sind mir ausgeschlitzt, paar Bisse auch noch gehabt, war echt super. Nochmal vielen Dank an den Bremer 201, dass du mir da runtergeschrieben hast, dass der aufhat. Also super Tipp, vielen Dank. Ja, die haben heute durchweg ganz gut gefangen, immer so 2, 4. Bekannter Frank hatte 12, der hat mit 2 Ruten geangelt und man merkt richtig, wie die Fische in dem großen See immer im Kreis schwimmen. Dann hast du kurz da, dann hast du gefangen, dann waren sie weg. Und dann kommen sie wieder nach der Zeit und war super. Ja, dann danke ich euch erstmal vielen Dank zum Zuschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch eben ein Like, ein Abo oder einen Kommentar da. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.